Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, vor uns steht ein Ball, Ned Peck, der scheint hier über die Bauern zu befehligen. Normalerweise dürfen wir keinen Ball ansprechen, aber ich probiere es jetzt mal. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Ned Peck. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach ja. So. Na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln. Ja. Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Genau. Ganz genau. So, da drüben glitzert was, glitzern, ja, funkelt, blinkt was, blinken, das ist das richtige Wort. Da blinkt was, das war nämlich ein Sumpfkräutchen. Die nehme ich auch gleich mal mit, weil ich glaube, ich musste hier Kräuter sowieso sammeln und sie dann abgeben. Aber ich glaube, das waren eher Heilkräuter für, aber das war gar nicht eine spätere Quest. Egal, ist ja wurscht, wir nehmen mal mit, was wir finden. Und, ja. Da haben wir schon die nächsten Herrschaften. Das Sumpfkraut nehme ich mit, das Heilkraut nehme ich mit. Hallo Balor. Hallo. Servus. Da will gar nichts mehr reden. Okay, bitte, wenn er nicht möchte, nehmen wir halt einmal hier die Sachen mit, nicht wahr? Ich glaube, hier in dem Sumpflager kommen wir nicht sonderlich gut voran. Da, 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 da. Dann heben wir das noch auf und dann noch das hier auf und dann heben wir das dort auf und das nehmen wir auch gleich mit. Ich muss nur aufpassen, dass uns kein Sumpfhai wegfrisst. Das wäre nicht so schön. Da, da, da. Da, 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 da. So. Und so. Und so. Und das. Hier. So. Dann haben wir da drüben ein Häusele. Sklavenbrötchen. So. Da werden auch noch Sumpfkräutchen. Ich nehme das jetzt halt mal mit, ne, was ich hier so finde. Was sollen wir machen? Weil ich stecke fest. So. So, und so, und das auch noch, und dann wäre schon bald mal gut, vorsichtig zu sein, weil da drüben kreucht schon so ein Viech herum. Ich sollte das vielleicht noch speichern. So. Ja. Das ist gut. Dann latschen wir hier mal durch. Hier werden noch ein paar Blutfliegen. Hier ist auch etwas komisch. Hoppa. Als ob hier irgendjemand hausen würde. Dab, dab, dab. So. Viel weiter, glaube ich, traue ich mich jetzt nicht. Da hinten sind alles voll Sumpfhaie. Gut. Also irgendwie... Hoppala. Irgendwie kommen wir hier nicht so richtig weiter. Der greift irgendwas an, oder? Was macht denn der Sumpfhai da? Ich gehe Hilfe holen. Ah, da ist ja doch noch jemand. Okay. Okay, den Sumpfhai machen wir überhaupt kein Damage. Okay. Da sollte ich mich verdrücken, oder? Sumpfhai machen wir noch gar keinen Damage. Okay, ich wollte es gerade mal ausprobieren.
Verfolgt es uns? Ich hoffe auch, dass der andere im Leben bleibt. Das war jetzt komisch. Das war äußerst komisch. Naja, gut. Hier hätten wir es dann, glaube ich, schon mal. So, so und so. Guten Tag, die Herren. Sie wollen wirklich nicht. Nein, der will nicht sprechen. Okay. Jo, dann hätten wir es hier ja auch schon wieder eigentlich, ne? Wenn hier keiner was will von uns, können wir ja auch genauso gut wieder abhauen. Kann schon sein. Ja. Hoppala. Das war jetzt unabsichtlich. Ja, würdest du wieder? Dann schwimmst halt dahin. Dann gehst halt hier jetzt drauf. Herrschaftszeiten. Na, mach. So ist fein. Braves Bubi. So. Oh, ruck. Wow. Wie schaut's mit euch beiden aus? Der hat noch einen Namen. Hallo? Nyras. Hi, du. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ja, um Gottes Willen. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Ja. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Ja, freilich. An manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Aha. Und was sagt er so? Berichte mir von den heiligen Worten des großen Schläfers. Ja? Berichte mir von den heiligen Worten des großen Schläfers. Er sagt uns, was wir tun müssen, um die Freiheit zu erlangen. Ah. Iberion sagt, der Schläfer wird uns den Weg mitteilen, sobald wir in der Lage sind, ihn zu hören. Er bereitet eine große Anrufung vor, in der er zusammen mit den besten Novizen mit dem Schläfer in Kontakt treten will. Kor Kalom unterstützt ihn dabei. Er ist Alchemist und braut Substanzen zusammen, die uns in einen schlafähnlichen Zustand versetzen. Nur Aha. in diesem Zustand oder wenn du schläfst, kannst du die Gedanken des Schläfers empfangen. Ja. Wenn man halt genug kifft, ne? Oh, wen haben wir denn hier? Ein Gorim. Hallo. Hey, du. Stampfi, 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 Matsch, Matsch. Hey, wie sieht's aus? Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg. Solange Baal-Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Kor Kalom. Aha. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Ja, er hört sich wirklich recht fertig an. Jawohl, endlich mal eine Quest. Machen wir uns gleich auf den Weg. Und zwar sofort. Der Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger an diesen Ort. Ja, sehr gut. Freut mich für ihn. So. Warte mal kurz. Wo bin ich denn hier, Julia, gelandet? Aha, direkt am Sumpf auch. Hallo, wer bist du? Du bist ein normaler Templer? Ja. Okay. Hier bin ich mal verkehrt. Schaut zumindest verkehrt aus. So. Ich müsste mal zurück hier irgendwie auf die... auf den rechten Weg. Ich bin total verkehrt. Ich habe mich jetzt ein bisschen verlaufen. Jawohl. So, aber jetzt wird's dann, glaube ich, ha? Es wäre besser gewesen, wenn ich hier oben rüber, ne? Ist schon bald besser. Bin ich schneller. Ja, ja. So. So.
Und hier jetzt, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, schon besser. So, zack. Jetzt, glaube ich, passt schon besser. So, hier durch kommt mir vor. Ich glaube kaum. So, dann sind wir auch schon hier, genau. Dann müssen wir hier rüber. Zack, zack, zack. Und hier müsste dieser Kerl sein. Ein Novize und hier drin normal, ne? Hallo? Nein, hier drin ist nochmal keiner, aber hier drüben. Horlock, Harlock. So, du sollst arbeiten gehen. Gorim schickt mich. Das passiert mir nicht nochmal. Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern oder es gibt Saures. Erinnern. Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Warte. Warte mal. Speichern. Warte, jetzt was verkehrt. Ich mach mal kurz Reserve. Sonst habe ich vielleicht eventuell gerade einen Bock geschossen. An der Geschichte muss wohl doch was dran. Nochmal. Hey, so. Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Nein. Den nerv ich jetzt. Hey, du. Habe ich jetzt echt das verhaut? Das ist jetzt aber nicht toll. Das ist gar nicht toll. Das muss ich sehr weit spielen. Wenn ich jetzt einfach eine draufhau. Bleib locker! Was hast du gewonnen? Ist nicht so gut, ne? Ich dachte, das wäre schon lange. Ui, das ist jetzt schlecht. Ich hätte früher speichern sollen, bevor ich mit ihm rede. Probieren wir es halt nochmal. Meine Güte. Ich wusste jetzt nicht, dass sich der ganze Text ändert. Dann kann ich mir das da hinten schon mal schenken. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. In der Tat. Das habe ich jetzt versemmelt. Macht nix. Ach, herrje. Probiere ich halt jetzt nochmal mein Glück. So, jetzt muss ich jetzt erstmal den Typen da finden. War der jetzt hier drüben? Muss mal kurz schauen. Ich glaube, der war hier jetzt, ne, oder? Ach, Gottchen. Wieder falsch. Super. Das habe ich echt gut hinbekommen. Das habe ich richtig gut hinbekommen. Na, das passt nicht. Das passt alles nicht. Oh, ruck. Aber hier jetzt, ne? So, da. So, das jetzt mal. Das kippe ich jetzt wieder mal. Mann, Mann, Mann. Wieder schön verhaut. Wie sieht's aus? Zack, 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 zack. Und tschüss. So, jetzt aber anständig. Jetzt klettere ich gleich hier hoch. Bin ich schneller. Hier hoch, drüben runter. So. Hier runter. Zack. Da durch. So, und hier rüber. So, lala. Und dann speichere ich jetzt nochmal. Tut mir leid für den Fail gerade wieder mal. So. Na nü? Ah, es liegt auf der anderen Seite, der Trottel. Oder was? Ja. Gut, dann speichere ich das jetzt nochmal, damit ich das vielleicht nicht nochmal verhau. Weil im Sumpf müssen wir sowieso nochmal durch. Hey, du. So. Gorim schickt mich. Skip, skip, skip. So. Ich so. So. So, und jetzt. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner.
Bleib locker! Was hast du gewonnen? Hey, du! Versuch doch mal, dich mit mir anzunehmen. Du hast da drinnen nichts verloren. Ja, ist ja schon gut. Kann man denn irgendwie... Hey, ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Okay, das hat nichts gebracht, ne? In keinster Weise. Ablösung. Ein uneinsichtiger Fallen zu sein. Ich glaube, ich sollte einen sein ICF auf die Sprünge helfen. Also muss ich ihn doch verprügeln. Man darf auch nicht alles glauben, was man will. Ja, wie soll ich das denn machen? Hast du eine Idee? Wie bringe ich den Deppen jetzt dazu, dass er... Vielleicht, wenn es Nacht wird. Ich schau mal, wenn es Nacht ist. Ne? Dann schauen wir mal. Ich gehe mal ganz kurz pennen. Weil sonst regen sich die Leute rauf, wenn ich nicht meine Hütte nehme. Also gehe ich mal kurz rauf. Penn mal bis Mitternacht oder so. Da werden hier wohl keine Sandler mehr stehen. So. Und dann vermöbeln wir den Trottel einfach. Hätte ich mir jetzt das alles sparen können. So. Jetzt probieren wir es nochmal. So, schön runter hier. Umständlich. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt sollten die Leute weg sein. Na, er ist noch da. Und der Noviz ist auch da. Hey, was soll das? Warum weckst du mich? Vielleicht gibt es ein Kraut, was motivierend ist. Und ich muss ihm das kaufen, vielleicht. Hallo Fortuno. Zeig mir, was du hast. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Haben. Vielleicht hat er ja ein besonders gutes Zeug. Grüner Novize. Traumruf, das haben wir alles selber. Ich habe keine Ahnung. Hey, was soll das? Warum weckst du mich? Weil ich es kann. Weshalb schleichst du hier rum? Hey, was soll das? Warum weg? Soll ich jetzt nochmal zu ihm zurück, zum Questgeber und ihn fragen, ob der vielleicht was weiß? Wie man ihn aus der Reserve lockt? Vielleicht hat er ja eine Idee, wie man den Trottel motivieren kann. Probiere ich jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Ansonsten bin ich da leicht überfragt. So. Dann schauen wir mal. Es ist natürlich alles dunkel. Zack. Jetzt sind die Herrschaften natürlich schon zu Bett gegangen. Hey, du! Hey, du! Raus hier! Ich will doch nur mit dir reden. Vielleicht geht's, wenn ich mich kurz hier ausruhe. Hey, du! Raus hier! Bis zum nächsten Morgen. Hey, du! Raus hier! Ja, ja! Mein Gott, die Herren! So, sollte funktionieren. Ah, er sitzt schon da. Vielleicht hat er eine Idee für uns, ne? Hallo, hey, dein Freund ist ein bisschen störrisch da. Nix da. Okay. Was
macht man in so einem Fall? Da bin ich jetzt schon leicht überfragt. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Ja. Viel hat sich geändert. Der Glaube ist gewachsen. Und wir haben unser Ziel nie aus den Augen. Freut mich. So. Tja. Und zusammen versuchten sie durch Gebet. Tja, was macht man da? Normalerweise müsste jetzt echt mal eine aufs Maul kriegen. Ja, ja, gut, mit Pfeil und Bogen wird mir da auch nichts helfen. Bleib locker! Hey, hast gewonnen! Klarer Sieger, würde ich sagen. Hey, du! Du hast. Mal schauen, ob das jetzt hingehauen hat. Ob er jetzt da arbeiten geht. Kann ich dir helfen? Na, danke. Der braucht keine Hilfe mehr. Wobei, du könntest mir helfen, den Trottel da zu motivieren. Hey du. Was willst du? Suchst du wieder Streit? Hast du langsam Lust bekommen zu arbeiten? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Danke fürs Kompliment. Lass mich mal vorbei. Ja, geh mal. Hauptsache, du gehst arbeiten. Voller Sack. So, passt. Okay, manchmal muss man ihn einfach motivieren. So. Gut, da wird sich der eine jetzt freuen. Kann er eine Pause machen. So. So. Dann haben wir hier eine Quest geschafft. Wer hätte das gedacht? Dass es sowas hier auch gibt. Zack. So. Oh. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war recht. Oh, danke. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Okay. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Ah, ja? Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Gerne. Wo finde ich die? Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Entschuldigung. Mein Gott, die sind aber kleinlich, ne? Entschuldigung. Die haben alle einen leichten Schlaf. Haben sie mit dem Schläfer aber nicht viel gemeinsam, der immer fort schläft, ne? Hallo, hast du Kraut für mich? Ah, glaube ich fast nicht. So, dann reden wir mal mit dem Kerl hier. Wo ist er denn? Da. Hast du Kraut? Bal-Orun schickt mich. Bal-Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht, zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Wem soll ich das Kraut schon verhökern? Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Nein, sag mal an wen. Nein, sag mal nicht. Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen, vergiss es, war nur so ein Gedanke. Nein, sag mal, an wen? Du hast doch was vor. Ich sage dir, wenn das Kraut nicht bei Korkalom ankommt, kriegen wir beide mächtigen Ärger. Wenn du einen Abnehmer weißt, halbe-halbe? Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir.
Ich weiß von nichts. Klar? Okay, dann sag mal. Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Bitte. 50 sind fair. Hier, nimm. Gut, hör zu. Sein Name ist Cypher. Du findest ihn meistens in der Kneipe auf dem See. Habe ich mir schon gedacht. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Okay. Immer tüchtig weitersammeln. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Ja, also bücken sehe ich dich da jetzt nicht. Also, ja. Na gut. Vielleicht habe ich mich auch nur verschaut. Nicht hüpfen, dadurch. Jetzt darfst du hüpfen. So. Auf der anderen Seite vom Sumpf. Alles klärchen. Dann gehen wir mal dorthin, ne? Und gab den mal hier rüber, dann auf die andere Seite runter und dann schauen wir mal. Der Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger Hallo. An diesen Ort. Wer hier bist du? Ließen sie sich Kannst nieder. Du mich trainieren? Sie arbeiten Geh mir aus den Augen, Unwürdiger! Tage, ich trainiere Wochen, nur die Templer Monate. Des Schläfers. Und das Lager wuchs heran. Entschuldigung. Mehr Männer kamen dazu. Die dem Ruf des Schläfers gefolgt Hallo. Der ist eigentlich immer so netter. Kannst du mich trainieren? Der Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger an diesen Ort. Jemanden, Hier ließen sie sich nieder. Das ist gut. Sie arbeiteten Aber ohne Unterlass. Ich bin nicht Tage, derjenige, den Wochen, du suchst. Monate. Ich opfere meine Zeit und das Lager denen, wuchs heran. Die dem Heiligen Mehr Kreis Männer kamen dazu. Die dem Ruf des Schläfers ja, gefolgt waren. Und wie mache ich das? Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben. Seit der Gründung des Glauben Lagers an den Schläfer ist viel Zeit Beweis vergangen. Dann viel hat sich geändert. Zu mir zurück der Glaube ist gewachsen, hat sich gefestigt und wurde Danke. Weitergetragen. Und wir... Danke, netter Mann. Der da unten erzählt so laut. Kein Wunder, dass nur drei Leute hat, die ihm zuhören. Kriegt man ja Ohrenschmerzen. So. Andere Seite des Sumpfes. Das soll dann schon bald mal hier sein, oder? Ah, da. Ja, gut, also, das kann schon sein. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt schon hier ist. Hallo. Hallo. Na, was machst du hier? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Sehr brav. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt, ja. Stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Jawohl, Sir. Er hat recht, leider. Er hat leider recht, deshalb speichere ich jetzt mal. So. Und geht trotzdem ein Stückchen weiter rein Richtung Sumpf, weil wir wissen ja, hier sollen hier irgendwo noch ein paar Bauern unterwegs sein. Aber ich glaube nicht hier. Hier ist schon so ein Sumpfhaifisch. Wahrscheinlich ein bisschen weiter da drüben. Oder da drüben. Ich sehe noch keine Leute. Wird sich wohl hoffentlich gleich ändern. Aber hier müssten noch tatsächlich irgendwo welche herumkrebsen. Da. Okay, das hört sich gerade an, als wenn ein Sumpfhai hier wäre. Alter, ich dachte jetzt gerade, Hilfe. Oh, oh. Oh, oh. Also nicht hier lang. Hier ist die Barriere aus. Und so haben wir gegrillt. Da auch? Okay. Ja, Herrschaftszeiten, wo sind denn dann die Leute? Das hier wäre jetzt quasi die andere Seite des Sumpfes. Hat mich der Lauser angeschwindelt? Hier wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Hallo? Nein. Auch hier ist niemand. Okay. Das ist jetzt interessant.
Wo sind die Leute? Oh, ich glaube, der Part ist eh zu Ende. Dann kann ich inzwischen die Leute suchen gehen. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, hoppala, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.